Einen wunderschönen guten Abend und ja, herzlich willkommen zum heutigen Webinar, den zweiten Teil der Webinarreihe Indexanalyse nach der Perlentauchenmethode mit dem Margina Trader. Und diese Webinarreihe machen wir natürlich weiterhin mit Carsten Berger. Ich freue mich sehr, dass er heute Abend mit uns zusammen die Veranstaltung macht. Und ich freue mich natürlich auch, dass Sie auch heute live dabei sind. Ja, mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und wir springen direkt zum Risikohinweis, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie auch wie immer Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja? Sehr gut, dann bin ich sehr gespannt, was der Carsten heute mitgebracht hat. Ich glaube, es wird ein bisschen oder er geht mehr in die Praxis heute rein, wenn ich gut informiert bin. Aber ich lasse mich überraschen und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Nelson, vielen lieben Dank für die Ankündigung und die Einleitung. Ich versuche jetzt mal den Bildschirm zu übertragen, und zwar den richtigen, den wir brauchen. Der ist es nicht. Der wird sein. Genau. Jetzt sehen wir den Nagina Trader. Arjuna Trader, genau. Vorher haben wir dein Jetzt, Haus das in wollen wir nicht. Florida gesehen. Okay, das ist wunderbar. Das weiß ich auch gar nicht, dass ich da eins habe, aber vielleicht werde ich da eins haben. Okay. Keine Ahnung, wer jetzt da drin wohnt, aber okay. Okay, lassen wir uns durchstarten mal. Perlentaucherstrategie. Letzte Mal zum Jahresstart 2022 haben wir Folgendes gemacht. Wir haben im Endeffekt mal die Strategie beleuchtet. Das heißt, ich bin mehr in die Zusammensetzung der Strategie gegangen, damit es um das Verständnis geht. Das heißt, dieses Webinar und diese Aufzeichnung, die es natürlich dazu gibt, empfehle ich jedem, der jetzt hier dieses Webinar oder die Aufzeichnung dann später sich anschaut, diese Einleitung sich anzuschauen, weil ich da tiefer einsteige und dann das Verständnis natürlich besser ist für das, was ich jetzt zeige. Also entweder auf meiner Homepage, tradercoach.de, unter Services und dann Webinare und Videos gehen. Dort sieht man dann Perlentaucherstrategie Teil 1 oder bei FX Flat natürlich im Video. Aufgezeichnet sind natürlich auch vorhanden. Okay, Risikohinweis hat der Nelson schon gemacht, deshalb überspringen wir den gleich. Diejenigen, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Carsten Berger. Bin eigentlich gelernter und praktizierender Diplom-Verwaltungswirt gewesen. Das heißt, ich bin bei der Polizei gewesen, 29 Jahre lang, und habe das Trading dort schon immer nebenbei betrieben. Und zwar immer auf Tagesbasis, End of Day, weil Intraday war schwer möglich, da ich ja auch viel im Einsatz war. 1987 habe ich damit ja schon angefangen, mit Fonds, sage ich mal, zu investieren, und ein Trader wurde ich dann 1994. Dann ging ich wirklich aktiv in die Tagescharts und habe dort wesentlich schnellere Ver- und Ankäufe gemacht, logischerweise. Dann gab es eine Arjuna Trader Software, die hat Nelson ja auch schon erwähnt, 2013. Die hat mir einfach viele Arbeit abgenommen, indem ich halt nach Signalen suchen konnte und mir die selber einstellen konnte. Und aus dieser Software heraus, angebunden an einen Broker, zum Beispiel FX Flat, dort gleich handeln konnte. Und nicht jetzt mal mit einer Excel-Tabelle im Internet geschaut, dann vielleicht noch handschriftliche Notizen und da was eingetragen, sondern alles aus einem Guss. Und das fand ich sehr interessant und deshalb habe ich diese Software gewählt. 2015 wurde ich zum Trading Coach und habe auch natürlich die Agena Trader Software jemandem beigebracht und habe auch dort quasi meine kleine Coaching-Karriere, kann man sagen, begonnen. Und 2019 habe ich dann meine Perlentaucher-Strategie in den Agena Trader implementiert. Vorher habe ich das nämlich genauso gemacht, wie ich eben erwähnt habe, mit Excel-Tabellen und verschiedenen Internetplattformen. Und wenn die sich verändert haben, dann musste ich mich ja auch wieder verändern, um da zu demselben Ergebnis zu kommen. Also habe ich jetzt den Agena Trader genommen. Und 2020 habe ich dann die Perlentaucher Strategie Ausbildungsgruppe. Also alle, die bei mir im Coaching waren, sind in dieser Gruppe drin und werden dort betreut mit ihren Fragen, entweder zum Agena Trader, zur Technik oder natürlich zu den Trades und den Fragen, die dann vielleicht dort nach diesem Coaching noch auftauchen. So, was erwartet euch hier beim Marktklima? Ganz kurz und wirklich rudimentär.
Die Struktur, wie ich hier vorgehe, mit einem Top-Down-Ansatz letztendlich von dem Index, ja, und so weiter, bis ich dann eine Aktie, meinen Trade finde. Das zeige ich hier ganz rudimentär. Deswegen empfehle ich immer noch dieses Einleitungsvideo, eine Stunde Perlentor-Strategie in der Tiefe erklärt. Wir schauen uns die Märkte an. Das ist immer der Beginn, dass ich, ja, manch einer sagt Morgenroutine dazu. Das mache ich halt jeden Tag. Das dauert aber auch nicht lange. Und ich brauche diese Marktanalyse. Hört sich jetzt unheimlich hochtrabend an, aber das werdet ihr auch können und auch nachvollziehen können. Es ist kein Hexenwerk. Ich muss ja wissen, wie ich mich positioniere. Und als Polizist musste ich eine Gefahrenanalyse machen von jeder Situation als Einsatzleiter. Und dann entscheiden, was brauche ich? Brauche ich da einen Krankenwagen? Brauche ich ein SEK? Brauche ich das? Das muss ich vorher alles abspiegeln. Und das mache ich natürlich genauso mit meinen Trades. Ja. Da muss man auch berechnen, was mache ich denn, wenn der Markt auf einmal fällt? Was mache ich, wenn es ein Gap gibt und ich ausgestoppt werde? Oder setze ich überhaupt einen Stop zur Markteröffnung? Alles Fragen, die dort auftauchen, das muss vorbereitet sein in einem Trade-Szenario, einer Trade-Management und Planung. Und deshalb brauche ich schon mal die Märkte, weil die mir sagen, ob ich das überhaupt alles machen muss. Ein Trade-Plan, wenn der Markt mir sagt, nee, das ist im Moment nicht gerade die günstigste Einstiegssituation für so ein End-of-Day-Trade, so im Tagesschart. Und natürlich könnt ihr eure Aktien, die ihr auf dem Schirm habt, einfach bei den Fragen hier reinschreiben. Und dann werde ich einfach mal meine Taucherbrille aufsetzen. Im Moment habe ich eine Lesebrille auf, damit ich die Bildschirme besser sehe. Und dann werde ich die einfach mal durch diese Taucherbrille beleuchten. Und zwar aus Sicht, bin ich drin in der Position? Möchte ich die haben, die Position? Oder was würde ich tun, wenn ich drin bin in der Position? Ja, ganz einfach. So, wie gehe ich vor? Wie ist da die Struktur? Naja, wie eben erwähnt, das, was wir heute machen, wir schauen uns die Indizes an. Da spreche ich von amerikanischen Indizes und ein bisschen Rohstoffe und die deutschen, weil das ist mein Hauptbetätigungsfeld. Und da muss ich mich entscheiden, welchen Index möchte ich denn gerne handeln? Und dann handle ich den Index nicht direkt, sondern ich suche mir natürlich dann in diesem Index, wenn der mich anspricht von der Verhaltensweise, auch die entsprechenden guten und starken Branchen heraus. Und im nächsten Schritt versuche ich dann aus dem Timing zu sagen, okay, jetzt muss ich mich hinsetzen an dem Tag und die Märkte screenen, weil es ist eine relativ gute Situation, um jetzt hier einen Trade entweder long oder auch short, also für fallende Märkte, zu eröffnen. Also das Timing spielt da auch eine Rolle. Und natürlich muss ich wissen, was macht denn der Markt gerade, wenn ich investiert bin in Aktien, Trades offen habe? Was macht das mit meinem Depotrisiko? Wie weit kann das Depot jetzt fallen? Und wie viel Gewinne gebe ich ab? Oder wo werde ich ausgestoppt und muss Verluste realisieren? Denn Verluste mache ich natürlich auch. Man muss es natürlich gut handeln können. Eben schon erwähnt, wenn ich die Indizes analysiert habe, nach dem Schema oben, und sage, okay, das wäre jetzt der amerikanische Markt, den wir vielleicht jetzt gerade spielen müssen, dann schaue ich mir die Branchen dort an. Gehe da sehr, sehr tief in die Sektoren hinein und sage mir, okay, welche Branchen sind jetzt toll? Sind es die Chip gerade oder sind es die erneuerbaren Energien oder sind es zum Beispiel E-Learning und so weiter? Also da bin ich recht diffizil und gehe da spezifisch hinein und versuche diese Trends zu Vorfeld zu erkennen. Ja. Und das ist ganz wichtig, weil mich dann natürlich mich nur auf Aktien konzentrieren möchte. Und das ist der nächste Schritt, um auch hier zu sagen, na, was sind denn die Aktien, ja, bei den Computerchips, die im Moment da die Hauptrolle spielen, gerade stark sind. Und das natürlich immer weiter zu treiben und dann halt nur noch die Aktien zu handeln, die im Moment gespielt werden. Also die Top of the Pop, kann man sagen. Und diese Aktien kommen dann entweder auf die Watchlist, wenn sie noch nicht ganz reif sind, aber interessant, bis der Trigger da ist, der fest definiert ist, oder ich bekomme sofort ein Signal, wo ich dann sage, okay, die Aktie handelst du jetzt. Ja. Also stelle ich einfach sicher, dass ich in einem Markt bin, amerikanischen Markt zum Beispiel, der im Moment gerade long ist, möchte gerne eine Branche haben, die diesen Trend auch mitmacht und ich möchte natürlich auch eine Aktie haben, die mit zu den Top-Playern gehört. Und wenn ich diesen Filter ansetze, dann kann ich eines vermeiden. Und das ist es, völlig auf der falschen Seite zu sein. Das ist wie so ein Filter, den man drüber legt, wo man einfach sagt, okay, ich schaue mir das an und bereite das so vor. Ja.
Das kann man mit verschiedenen Screenern im Internet tun. Das ist aber nicht ganz einfach. Da braucht man ein bisschen Routine. Der Agena Trader nimmt mir dort diese Arbeit ab und das könnt ihr sehen, wie ich das jetzt gleich praktiziere. Kleines Gratisangebot: Wer jetzt dieses Video sieht und beim FX Flat gerne ein Konto eröffnen möchte und der Meinung ist, Perlentaucher-Strategie will er vielleicht bei mir erlernen oder den Agena Trader zum Beispiel benutzen, der kann, wenn er ein Konto hier über meinen Link bei hier über Leistungen hineingeht und dort auf den entsprechenden Link, dann kann er bei FX Flat ein Konto eröffnen und kriegt dann bei mir eine Coachingstunde gratis. Ja. Genau das Gleiche passiert, wenn ihr bei Agena Trader den Agena Trader kauft über meinen Link, dann bekommt ihr auch eine Coachingstunde. Also im optimalen Fall bekommt ihr zwei kostenlose Gratisstunden und spart da 258 Euro quasi. Wenn ihr das macht, dann schreibt mich doch einfach vorher kurz an, ja, entweder über meine Internetseite tradercoach.de oder einfach über cb@tradercoach.de. Eine kurze E-Mail. Wir können uns auch zusammen skypen oder, sage ich mal, per Zoom zusammenschalten, wenn ihr da Fragen habt. Gar kein Problem. Okay, genug der Worte. Kommen wir jetzt mal zu den Sachen, die jetzt wirklich spannend sind. Und das ist ja der Agena Trader. So sieht das aus. Hier oben steht auch Perlentaucher Strategie. Im Moment schon Version 1.4. Recht weit gediehen und ich sag mal, mehr braucht man da eigentlich gar nicht tun. Wir haben, glaube ich, alles da drin, was wichtig ist. Marktklima nenne ich das. Also Indexanalyse ist bei mir Marktklima. Ich muss ja natürlich wissen, wenn ich morgens aus dem Haus gehe, wie viel Grad werden ungefähr? Was ist, muss ich für ein Jäckchen anziehen oder muss ich einen Schirm mitnehmen? Ne? Und kurz erklärt, das muss natürlich so sein, dass wenn schneit, ich nicht mit der Badehose vorne im Vorgarten stehe und sage, ich habe irgendwie den Markt nicht gecheckt oder das Wetter gecheckt. Und so ist es mit der Börse genauso. Ich kann ja nicht long gehen, wenn der Markt steil am Fallen ist oder in einer bestimmten Situation ist. Ne? Die meisten kennen das auch von der Markttechnik. Ich mache das ein bisschen anders. Okay, was sehen wir hier im Moment? Das ist der Future auf das Brentöl. Und das war ja in den letzten, man hat es ja wahrscheinlich auch an einer entsprechenden Heizölabrechnung gesehen und überhaupt die Rohstoffe, die im Moment sehr, sehr stark anziehen und noch schon länger, bemerkt, dass das die Top-Player waren und zwar im Bereich von Aktien. Ne? Also wenn ich jetzt hier sehe, Öl ist ganz weit vorne, dann kann ich das auch an der entsprechenden Zahl sehen. Ich sehe hier so eine Art Ranking. Das ist die Trenddynamik bei mir. Und das ist auf Tagesbasis und auf Wochenbasis. Und da sieht man auf Woche, Öl ist hier einmal auch mit dem Uso, den ETF, nicht der griechische Schnaps, ist hier relativ steil nach oben gelaufen. Und der Rest, die sieht nicht so toll aus, denn alles, was unter dem Wert 1 ist, sieht im Endeffekt recht neutral aus. Ja, kann eine kurze Gegenbewegung sein oder so, aber das sah vor ein paar Wochen noch ganz anders aus. Da hatten wir überwiegend Werte in der Trenddynamik über 1. Ja, und jetzt haben wir im Endeffekt so ein unter ein Drittel, ja, ich würde sagen ein Fünftel, was gerade mal über dem Wert 1 notiert, wenn man das so sieht. Also das ist nicht besonders stark und das drückt sich auch im Markt aus. Und jetzt müsst ihr von der Logik her einfach weiterdenken und sagen, ja, okay, warum soll ich denn jetzt meinetwegen im Russell unterwegs sein? Ja, Russell 2000, hier in einem ETF, der so im Chart aussieht, während ich long sein möchte. Das kann ich auch machen, bedarf aber eines anderen Trade-Managements. Und da sind doch die Chancen wesentlich höher, wenn ich hier im Öl unterwegs bin und mir dort eine entsprechende Ölaktie, aber die stärkste meinetwegen, heraussuche. Das ist direkt die Ableitung aus dem Öl, wäre denn eine Ölaktie. Wenn ich jetzt hier auf Nasdaq gehe oder so oder Dow Jones, der im Moment stark ist, dann muss ich mir das anschauen. Dann werde ich natürlich Aktien nehmen und mir die Branchen noch vorher angucken. Okay, Öl. Wie schätze ich Öl ein? Ich mache das hier mal ein bisschen größer mit einem Klick. So sieht das aus. Das ist hier der Tagesschart. Blenden wir die Info ein, dass man auch sieht, dass das der Öl-Future ist. Was ist hier interessant? Die meisten, die das mich schon länger verfolgen, wissen, dass es bei mir mehrere Kriterien gibt, auch im Video 1 aus dem Januar nochmal stärker erklärt. Aber ich benutze das Bollinger Band. Warum? Weil es mir die Volatilität anzeigt. Ne? Und was sehe ich hier? Die Volatilität
ist relativ gleichbleibend und wir sind über dem 20er Durchschnitt. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Das Bollinger Band in der Standardeinstellung kriegt ihr in jeder Chartsoftware. Und was sehe ich hier? Relativ schnell, der Markt macht zu diesem Zeitpunkt, retrograd ist das ja immer leicht zu beurteilen, aber das ist der Umkehrpunkt für mich. Auch markttechnisch wäre das wahrscheinlich so. Kennt ihr 1, 2, 3, das ist jetzt nichts Neues und dann hätten wir hier einen Trend. Das ist jetzt Zufall, dass es so bei mir zusammentrifft. Das muss nicht immer so der Fall sein. Für mich sind diese Punkte hier die wichtigen, wenn das obere Bollinger Band berührt wird. Und ich werde dann tätig, wenn der Markt natürlich in einer Korrektur ist. Ja? Und wann ist er in einer Korrektur? Das ist hier recht kurzfristig. Das ist quasi hier in der, mal sagen wir mal alle doch mal. So, hier fängt er an zu korrigieren. Das ist nur ein Tag. Aber am nächsten Tag macht er im Endeffekt schon eine Umkehrkerze. So, und das wäre mein einziges Triggersignal, wo ich weiß, an dem Tag, ja, wenn ich an dem Tag bin, weiß ich ja nur, der korrigiert. Ich weiß aber nicht, ob das schon ein Ende ist. Ich habe da auch keine Glaskugel, wo ich hineinschauen kann und weiß, wie lange eine Korrektur geht. Und ihr werdet mir sicherlich zustimmen, das ist mir auch passiert, dass man, wenn man einen Trade hat, der lange läuft, irgendwann anfängt, so eine schwarze Kerze zu produzieren und man sagt sich, naja, bin ja schon weit vorne, aber der produziert vielleicht noch eine Kerze und noch eine Kerze und noch eine Kerze und irgendwann ist der Kurs wieder da, wo man eingestiegen ist und man denkt sich, naja, der wird ja jetzt wieder drehen. Nee, dann geht er vielleicht noch weiter runter und ihr schließt den Trade dann im Minus. Ja? Also im Endeffekt muss man wissen, wie man da vorgeht. So. Und an dem Tag, wo hier so ein Umkehrstab entsteht und eine Korrektur vorlag, dann muss ich mich hinsetzen und im Endeffekt nach Ölaktien suchen, die ungefähr vom Chart super aussehen und oben sich im Ranking befinden, will heißen auch eine starke Trenddynamik haben. Ja? So, und das ist im Endeffekt hier immer das gleiche Szenario. Hier hätten wir keinen Einstieg, weil da oben brauche ich nicht rein. Und wenn ich wissen will, ob ich arbeiten muss oder nicht, dann schaue ich mir das im Chart an. Und wann muss ich arbeiten, habe ich ja eben schon erwähnt, wenn der Markt in der Korrektur ist, in dem Fall. Das haben wir ja hier in dem Fall nicht, ne? Weil die Tage ist gestiegen, hier so, wieder gestiegen und nochmal ein Hoch gemacht. Also wo würde ich mich denn engagieren, was zu machen? Hier in der Seitwärtsbewegung, wenn dann eine starke Kerze wäre, dieser Umkehrstab wäre interessant oder der. Hier in der Phase muss ich arbeiten und gucken, ob ich Ölaktien finde, die wieder oben in der Trenddynamik sind. Ne? Also hier arbeiten, hinsetzen, screenen und deshalb mache ich diese Betrachtung, damit ich weiß, ob ich einen Schneemann bauen kann oder ob ich mich hier an den Rechner setze und ein paar Minuten den Agena-Trader über diese Ölbranche screenen muss. So, und wenn ich das jetzt retrograd mir anschaue, würde das bedeuten, ich muss jetzt hier am den ersten Tag wäre der 31. Januar gewesen oder der 1. Februar. Was haben wir noch für einen Tag? Das ist der 8. Lassen wir noch den Datenfeed drüber laufen, nebenbei. Und dann muss ich mich hinsetzen und screenen. So, und wenn das durchgelaufen ist, dieses Screening, und wie mache ich das? Ich screene natürlich den US-Markt und zwar dort die entsprechende Branche nach Ölaktien. So, heute aktuell sind wir wieder in einer Korrektur. Wir sehen, das ist der Tag von heute. Man sieht ja, das hat sich gerade verändert, der Chart. Bin ich ja noch nicht im geschlossenen Markt. Das heißt, ich kann heute noch gar keine Entscheidung fällen, weil wir haben keine positive Kerze. Ja? Und begleitend zu allem interessieren mich auch Widerstand und Unterstützung. Und wir sehen jetzt hier, ich habe das mal eingeblendet, den Widerstand- und Unterstützungsbereiche, die der Agena-Trader automatisch erkennt. Und gerade wenn hier eine Korrektur erfolgt, dann gibt es ja Unterstützung und Widerstände. In dem Fall, wenn der Markt hier drüber ist, wäre das ja dann hier ein Unterstützungsbereich. Ne? Da wäre es toll gewesen, hineinzukommen. Das wäre bei dieser Kerze der Fall oder bei dieser. Aber in der aktuellen letzteren Situation wäre es dann an diesen Tagen, an diesen beiden, habe ich ja genannt, wo es interessant wäre, nach Aktien zu suchen. Und die befinden sich mit ihren Tiefskursen genau auf dieser Unterstützung. Ja? Kumulativer Ansatz, so wie ich das auch erklärt habe in den Videos. Das ist ein weiteres Indiz, eine weitere kleine Sicherheit. An der Börse gibt es keine richtigen Sicherheiten, sondern nur Einschätzungen, wo das, sage ich mal, interessant wird. So, jetzt kommt noch ein Punkt. Ich schaue aufs Volumen. Das wird ihr auch gehört haben. Das ist das für diejenigen, die jetzt neu sind oder
Ja, sind das einfache Volumen hier unten, ne, aufgezählte Handelsgeschäfte. Der eine gibt eine Aktie, der andere nimmt die Aktie. Damit ist ein Stück gehandelt und jeder Prozess, der so stattgefunden hat, wird jetzt quasi hier mit diesen Balken abgebildet. Jetzt heißt, je höher der Balken, desto höher der Umsatz. Und für mich ist es immer interessant, wenn der Markt in die Korrektur kommt und dort ein erhöhtes Volumen hat. Ja, und viele sagen immer, das Volumen muss abnehmen. Da bin ich ganz anderer Meinung. Habe ich auch mal eine Statistik zugemacht, das ist ganz interessant. Das Volumen muss da zunehmen. Ja, ein weiterer Indiz. Und wenn ich das sehe, habe ich doch an diesem Spike, an dieser Kerze ein erhöhtes Volumen. Und das ist na zwar nicht der Umkehrstab, aber auf dieser Ebene scheint sich das Volumen interessant zu erhöhen. Und wenn ich mir den Bereich jetzt hier markiere, dann habe ich hier diesen Tiefskurs von der einen Kerze, der ist da. Und dann weiß ich, okay, wenn der Kurs danach in den Tagen dadurch reagiert, und zwar tippt der Intraday, also Intraday an diesem Tag, aber auch an mehreren anderen Tagen immer genau bis auf diesen Bereich zurück, wo das Volumen höher ist als der Durchschnitt, diese blaue Linie, und im Gegensatz zu den anderen Niveau, Balken vom Volumen. So, ein weiteres Indiz. Ja, und dazu habe ich diesen Umkehrstab, also muss ich hier suchen. Das heißt, wir schauen uns jetzt mal an, 31. Januar und 1. Februar, was ich da hätte für Aktien, vielleicht auch gar keine gefunden, im Ölaktien gefunden hätte, im Sektor gefunden hätte. Da muss ich auf den Screener US gehen. Da habe ich jetzt wahrscheinlich US-Aktien drin. Das machen wir jetzt mal, schauen wir uns mal an. USA-Indizes, ja, den Dow. Mal sehen, ob wir den rauskriegen. Ja. Und ich gehe jetzt auf USA-Sektoren. Das ist da und nehme jetzt hier Öl. Da kann ich jetzt Gasexploration nehmen oder Equipment. Also in dem Fall würde ich jetzt einfach mal Equipment nehmen. Wenn ich die finde, da drunter, klicke da drauf und er lädt mir die Aktien aus diesem Sektor hier rein und screent die automatisch durch. Und jetzt sortiere ich mir die, das ist mal hier weg, das braucht man nicht, ist unwichtig, sortiere mir die nach der Trenddynamik und somit bin ich, sage ich mal, auch im Ölsektor kann man sehen, dass nicht alle Aktien toll sind. Ja, man kann eine, weiß ich, wie die heißt hier, muss mal einen Namen einblenden, eine Xterra Corporation handeln. Die hat einen schönen Satz gemacht. Man sieht auch ein Handelssignal hier drin. Und oder man kann so eine, weiß ich nicht, was das ist hier, Matrix Service handeln. Man sieht, man ist zwar im Ölsektor unterwegs, in derselben Branche, aber es gibt dort auch Nieten. Und deshalb das Prinzip, immer von oben nach unten das Beste zu handeln. Ja. So, jetzt kommen wir mal auf die Aktie, ob ich hier etwas machen können im Januar, 31. Januar. Da gab es keine Korrektur, die Aktie ist davongelaufen, da springe ich auch nicht mehr drauf. Hier ist der 31., hier ist der Februar und hier haben wir ein Signal und wir haben sogar hier einen Umkehrstab am 31. Januar. Mega gut, das erhöhte Volumen wird durch die orangen Kerzen angezeigt. Das bedeutet, wir haben die gleiche Situation wie im Index. Ja, kommt zurück. Wir haben hier ein erhöhtes Volumen an dieser Kerze da und wir haben einen Umkehrstab so. Und wenn man darüber einsteigt, der Kurs darüber geht, dann wäre hier der Einstieg gewesen und man eröffnet hier den Trade und hat halt, sage ich mal, die vielleicht sogar noch die Wochenunterstützung unter sich. Mal gucken, ob das kommt. Ja, nicht ganz. Aber man muss damit rechnen, dass am Widerstand der Kurs etwas ins Haken kommt. Also hätte ich hier ungefähr mein Target bei 6,40 reingelegt, den Rest der Position laufen lassen. So ist der Vorgang und das kann man dann von den Aktien her einfach nach unten weiterverfolgen. Man kriegt ein Signal, der natürlich angezeigt und wir haben keine Korrektur jetzt. Deswegen kann ich in dem Markt jetzt nicht tätig werden, weil dann würde ich ja den steigenden Kursen hinterherrennen. Und ich handle halt immer aus der Korrektur. Wenn ein Signal aus der Korrektur auftaucht, das kann auch mal ein fetter Bar sein, dann ist halt kein Potenzial mehr bei. Und man muss immer sehen, dass man noch ein anderes Hoch vor sich hat. Also so funktioniert im Endeffekt die Denkweise. Zurück ins Marktklima, denn außer Öl haben wir auch noch was anderes. Das heißt, im Öl können wir jetzt gar nichts machen. Ich muss den letzten Tag abwarten hier. Der läuft ja noch. Morgen, wenn der Markt zu ist, kann ich halt schauen, was macht der hier? Kommt der vielleicht hier nochmal auf diese Ebene zurück? Dann wäre bei Öl auf jeden Fall der Sitz hier bei mir vorm Rechner zum Screening gefüllt, wenn wir wieder in den Bereich zurückkommen und eine positive Kerze wie einen Umkehrstab haben.
So, na, das ist nochmal Öl, brauchen wir nicht. Silber hat sich nach oben geschlichen, der Rohstoff. Man sieht in der Woche, sind wir noch unter dem Wert 1. Das ist nicht so toll. Hat es auch nicht so leicht. Und man guckt und schaut. Es ist hier, man sieht es auch schon, die vielen Gaps. Das sind diese Chaos, die ich mal eingezeichnet habe. Die mache ich mal weg. Denn auch Gaps dienen als Unterstützung bzw. Widerstand. Wenn ich mir Silber anschaue, mache den Chart mal wieder größer. Dann muss ich hier Folgendes feststellen. Wir haben hier ein mega Abwärtsgap an diesem Tag. Ja. So. Wir bewegen uns jetzt, waren unter diesem Gap, haben hier eine Reaktion. So. Und Gaps fungieren meistens als Widerstand oder als Unterstützungszone. Das bedeutet, wenn ich hier von unten in so einen Abwärtsgap ja, nach reinlaufe, dann würde ich mich immer sehr unwohl fühlen in dieser Situation hier. Also da wäre bei mir ungefähr, wenn ich hier ein Trade von unten eröffnet hätte, Feierabend. Da muss ich ein Target setzen, Teilgewinn mitnehmen, weil der Markt statistisch gesehen tendiert darauf zu reagieren und vielleicht wieder nach unten kommt. Wir haben aber auch noch hier ein kleines Aufwärtsgap. Das liegt daran, dass wir hier im Endeffekt einen ETF haben und nicht den Silber Future. Das bedeutet, was würde ich jetzt tun im Silber? Ja, Gaps sind auch Unterstützung. Das heißt genau das. Der Markt müsste jetzt hier reagieren, eine Korrektur machen und in der Phase wieder einen Umkehrstab hinlegen. Entweder da oben drauf. Das weiß ich nicht, wo der das machen wird. Ja, da hat mir keiner Bescheid gesagt. Es kann aber auch sein, dass er tiefer sackt und hier runter geht. Ja. Wenn der Kurs aber signifikant hier drunter ist, dann wird dieses Gap natürlich auch wieder zum Widerstand. Das heißt, mein Potenzial für den Aktientrade, wenn ich mir Silberaktien aussuche, wird dann geringer. Ja. Ja, Traderöffnung hier wäre sehr schwierig gewesen. Ich muss mir das Volumen anschauen. Mal gucken, was er sagt. Hier ist ein erhöhtes Volumen. Wir haben extrem hohes Volumen hier oben auch. Das heißt, wir haben viele Widerstände. Wenn wir jetzt hier oben drüber gehen und Ausbruch handeln würden, dann ist hier spätestens auch Feierabend. Ich würde das bevorzugen, hier eine Korrektur abzuwarten. Ob die kommt, weiß ich nicht, aber das wäre mein Szenario für diesen Trade. Für Short würde es mir nicht ausreichen, weil das Potenzial ja durch dieses Aufwärtsgap auch dann wieder, sage ich mal, relativ gering wäre. Und Shorts sind doch etwas mehr risikobehaftete als Long Trades. Ja, also beim Silber heißt es jetzt abwarten und eine Einstiegschance vielleicht wahrnehmen, vielleicht hier einen Preisalarm reinlegen. Wenn der Markt zurückkommt, dann werde ich ja alarmiert. So, nächster Markt. Gold hat sich auch nach oben geschlichen und wir sehen auch hier, habe ich fleißig gemalt. Nee, habe ich nicht. Das ist noch der Silberchart. Moment. Das ist der Goldchart. Der sieht auch nicht so prickelnd aus. Wir haben ja eine mega Seitwärtsbewegung. Und interessant ist, wo der Markt gescheitert ist und wo er jetzt wieder heranläuft. Ja. Drei Betrachtungsweisen habe ich genannt. Bin ich drin in Goldtrades? Dann ist es schön. Wo wäre ich eingestiegen? Natürlich dort, wo das Volumen hoch ist. Wo ist das Volumen hoch? Da. Ja, da haben wir ein hohes Volumen. Wir haben da oben ein hohes Volumen. Das heißt, am Tief haben wir nicht ein direktes hohes Volumen. Wir haben in dieser Range, also ist nicht immer punktgenau, aber diese Range, erhöhtes Volumen, tendiert der Kurs da drüber. Dann würde das in dem Fall eine gute Unterstützung haben. Wir haben auch ein Abwärtsgap, minimales auch nur hier. Und das hat im Endeffekt hier mit einem minimalen Aufwärtsgap wieder überlaufen wurde. Was würde ich jetzt tun, wenn ich nicht drin bin? Ist die Antwort. Das Ding ist eher long. Das heißt, ich warte auf eine Korrektur, bis der Kurs auf diesem Niveau reagiert. Ja, entweder mit einem Umkehrstab oder einem Powerbar. Das ist auch eine Kerze, die ich sehr oft beobachte. Dann habe ich zwei Dinge. Ein minimales Abwärtsgap, was nach oben gebrochen wurde und damit als Unterstützung dient. Ich habe hier ein erhöhtes Volumen extrem hoch. Man sieht dieses schwarze Balken, das ist im Endeffekt hier unten. Das trifft genau dieses Gap auch schon. Und der Markt könnte sehr stark hier oben wieder reagieren, weil hier haben wir zwei Kerzen, die ein starkes Volumen haben. Das heißt, es läuft sich vielleicht hier oben aus. Der Markt hat hier schon reagiert auf diesen Wochenwiderstand. Und jetzt haben wir auch noch ein Riesending, das sehen wir hier auch. Wir haben hier ein mega Abwärtsgap. Und das kommt alles hier zusammen. Das sieht natürlich crazy aus, wenn man das zeichnet. Aber was ich damit verdeutlichen will, ist, dass das Potenzial hier oben am oberen Rand, ja, auch mit negativen Kerzen, langen Docht, doch einfach sagt, nö, also muss ich nicht machen.
Also long nicht, wenn abwarten, dass er hier runterkommt und dann kann ich vielleicht nochmal diese Zone anlaufen und muss dann hier vielleicht ein Target setzen bei den Aktien, die ich in Gold dann handeln würde. Also hier kann ich jetzt nichts machen. 4 Tage gestiegen, 4, 5 Tage, da muss ich nicht hinterherrennen und davor schützt mich mein System auch. Ja. Das muss ich aber auch aushalten können und sagen, okay, das Ding steigt jetzt 4, 5 Tage weiter. Ja gut, dann gibt es halt eine neue Chance. Ja. Ich muss ja nur Szenarien für mich darstellen. So, der Dow Jones, der erste Aktienindex, der hat sich nach vorne geschummelt. Sehen wir uns das mal an. Interessant ist, dass das hohe Volumen immer in diesen Bereichen ist, ne? Also hier, ich zeichne mal wieder die Linien auf die Tiefs ein. Das ist da, zack. So, dann kommt der Markt nach oben, dann kommt er irgendwann nach unten, zack. Er reagiert hier wieder. Er geht gar nicht unter die 33.600, sondern er tippt da intraday drunter. Also wenn man hier Ausbrüche gehabt hätte, hätte man die vielleicht ein bisschen lukrativ handeln können, aber sie sind im Tageskerzen ja nicht so, sag ich mal, haben nicht gehalten, sondern der Kurs schloss immer wieder drüber. Und dann haben wir das nächste Mal, kommen wir einigermaßen wieder in den Bereich und hier dasselbe Schauspiel, extrem hohes Volumen an den Tiefs, der Markt will gar nicht da drunter bleiben, er tendiert höher. Wenn ich jetzt eine Reaktion darauf machen muss, dann muss ich natürlich immer einschätzen, wie hoch ist denn so eine Kerze, die Spanne? Ja, wenn ich mal gucke, was hier so eine Kerze war, das ist ja eine Spanne von 35.500 auf 35.340, also 150 Punkte, 100, 200 Punkte. Da haben wir hier schon eine andere Hausnummer. Ich kann das ja auch mal messen. Was wir hier im Hoch zum Tief sehen, das sind dann an einem Tag fast 4% und vom Preis her 1365 Punkte, das ist schon eine Hausnummer. Und da ist es natürlich schwierig, auf Tagesbasis risikoarm zu handeln. Das kann ich intraday machen oder aber, wenn ich das gerne machen möchte, dann muss ich meine Positionsgröße zurücknehmen, weil das ist ja mein Risiko, was ich habe. So, jetzt betrachten wir das aus der Situation jetzt. Das heißt, bin ich drin? Dann habe ich natürlich wahrscheinlich einen Einstieg hier unten versucht, risikoarm irgendwie reinzukommen. Das wäre an diesem Hoch gewesen und an dieser Volumenerhöhung hätte ich dann ungefähr, sage ich mal, die Reißleine gezogen, also stopmäßig. Jetzt bin ich da oben, bin über dieses letzte Hoch hinausgegangen. Der Markt reagiert darauf, der will vielleicht noch gar nicht darüber. Ja, Trendhändler würden sagen, ich habe hier eine neue Trend. Ein Aufwärtstrend, der aber noch nicht stabilisiert ist, weil der Kurs natürlich noch einen Tick zurzeit. Also, ich handle aus der Korrektur, das ist immer die Regel. Das heißt, hier hätte sich hier unten irgendwo eine starke Kerze bilden müssen. Das war nur hier der Fall. Das heißt, wenn der Tag zu Ende ist und da sind wir doch schon relativ nah dran an diesem hohen Kurs, ja, an diesem letzten Hoch. Und das wäre mir zu wenig, um jetzt hier long zu gehen. Das heißt, ich würde den Dow zur Seite packen und ihr seht selber, wie weit wird der wahrscheinlich laufen, vielleicht bis zu dieser Wochen, zu diesem Wochenwiderstand und dann dort drauf reagieren. Also, wer drin ist, kann natürlich drin bleiben. Ich würde es auf jeden Fall absichern. Was ist interessant? Das Volumen ist auch hier erhöht in der Mitte. Fällt der Kurs wieder unter diesen Bereich von 35.400? 70, 75 ist ja immer nur ein Anhaltspunkt. Dann sehe ich, dass er relativ weit dann noch korrigiert und vielleicht kommt er hier in der Mitte zum Stehen. Ich weiß es nicht. Für mich ist es keine Trade-Möglichkeit, hier einen Short aufzumachen, erst wenn er unter dem 20er Durchschnitt läuft. Ja, dann würde ich sagen, okay, er kommt vielleicht nochmal hier zurück. Und hier oben ist er im Moment relativ begrenzt. Ihr seht, es ist eine größere Seitwärtsrange. Da wird er sich drin bewegen, bevor er dann nicht rausflutscht, ist da nicht viel mit längeren Anstieg oder so zu rechnen. Nächste Sache ist hier der Euro-Stoxx. Man sieht ja fast genauso aus. Was mir auffällt ist, wir haben auch wie beim Dow Jones hier unten nach den Abverkäufen so eine Riesen-Range, die ja mit hohen Volumen bedient wurde. Man sieht das an den orangen Kerzen. Und hier der Wochenwiderstand, der jetzt wieder angelaufen wird. Bin ich jetzt nicht drin, ja, oder will in diesen Trade quasi hinein, muss ich mir mal sagen, wohin kann er denn laufen? Was ist realistisch? Geht er jetzt locker durch bis da oben und macht das ganze Programm oder läuft er bis zum Bollinger Band? Was ist hier oben an Widerständen vorhanden? Ja. Und da
sind wir noch relativ jung unterwegs, eine bessere Einstiegschance. Und das Szenario, was ich dann eher bevorzugen würde, wäre dieser Umkehrstab gewesen, wo man eine kleine Position, also hier nach europäischen Aktien suchen oder im DAX vielleicht, wo ja viele im Eurostoxx auch drin sind, hier in so ein Ding zu machen, aber mit engen Stops. Ja. Jetzt halte ich das schon für ein Potenzial, was hier in so eine erhöhte Volumenzone kommt, wo alle Orangenkerzen sind, also hier. Potenzial schon relativ begrenzt. Vielleicht macht er dann morgen nochmal so ein Kerzchen, aber dann dürfte es schon fast vorbei sein mit der Dynamik. Das heißt, ich müsste wieder warten, bis er hier wieder zurückkommt und könnte dann wieder in die Long-Richtung versuchen, einen Trade-off zu bauen. Ja, weil das Volumen hier unten wird einfach gerne wieder zu diesen billigen Preisen hier unten genommen. Das ist ja hier der iShares Eurostoxx ETF. Man sieht, das Volumen erhöht sich bei 40 Dollar oder Euro. Nee, der ist in Euro gehandelt. Und da wird natürlich auch der Verkauf letztendlich gestoppt. Also Shorts machen da keinen Sinn und Longs in dieser Ebene zu eröffnen. Vielleicht geht die Volatilität noch zurück. Dann könnte ich mir auch gut vorstellen, hier im DAX oder europäische Aktien mal zu schauen. Schauen wir im DAX, und zwar nicht im Future, sondern in der Kasse nach. Da sieht es eigentlich genauso aus wie im Eurostoxx. Man sieht die beiden Hochs hier, Wochenwiderstand, Unterstützung. Man sieht das erhöhte Volumen, ja, da und da und da. Man sieht Gap-Bereiche, die geschlossen wurden, wieder abgegeben. Also so einen richtigen Trend wie ein Markttechnik sieht man hier nicht, würde ich die Finger von lassen. Und ja, man hat ja noch ein sehr hohes Volumen an diesem Tag hier, ne? Das ist die Kerze. Wenn ich da was einzeichne, dann sehe ich, okay, hier reiben sie sich ein bisschen auf. Das heißt, hier kommt der 20er nach unten. Hier wird der Feierabend sein. Ja, ich habe leider keinen Einstieg hier unten, keine starke Kerze. Da war der Markt für mich nie interessant. Wenn ich hier so ein Dodgy-Ding sehe, dann weiß ich nicht, gehe ich long oder short, dann lasse ich die Finger von. Ja, also der ist nicht interessant, würde ich weglassen. Jetzt so ein P500, der Future, sieht schon besser aus. Interessant. Wir befinden uns quasi im Ausbruchsmodus in diesem Wochenhoch. Extrem hohes Volumen sehen wir nach diesen kurzfristigen Abverkäufen. Die orangen Kerzen machen das hier wieder recht deutlich. Das Tief liegt da. Dann haben wir hier nach diesem Abverkauf noch mega hohes Volumen da. Und man sieht, wo der Kurs halt immer reagiert. Da sind die Hochs von den Kerzen. Da stoppt er mit einer Umkehrkerze. Jetzt wird's spannend. Ja. In einem Wochenwiderstand hier oben, weiß ich nicht, wer da long gegangen wäre, also ich nicht. Da muss man versuchen, hier unten reinzukommen, was natürlich nicht einfach ist. Ja, also gerade im Tagesschart werden da viele verbrannt, steigen ein, legen ihre Stops und bei so einer hohen Vola, also einer Spannbreite, vergleicht mal die Kerzen hier. Das spricht dafür, dass der Markt schwierig ist. Was muss ich machen, wenn ich regelbasiert handeln. Ich muss meine Positionsgröße zurückfahren und ich muss mit der Stop-Setzung vielleicht etwas aggressiver sein, weil ich halt nicht möchte, dass wenn so eine 4-5% Kerze kommt, das natürlich sich in einer Aktie viel schlimmer auswirkt. Meine Stops enger nachziehen oder mein Target für einen Teilverkauf dort einfach hineinbringen, etwas anpassen. Ja, dafür macht man so eine Analyse. Ich muss wissen, wie ist die Schwankungsbreite? Und wo liegt mein Risiko und wo kann der Markt jetzt wirklich mal hinkommen? Also ich kann immer sagen, ja, ich habe ein CAV von 1 zu 4. Da muss ich sagen, ja, was ist denn das? CAV, Chance-Risikoprofil von 1 zu 4, wie viel immer gesagt wird, ja, wenn ich hier einsteige, dann wäre das mein, hier oben einsteige, da unten wäre mein Stop, dann wäre das mein Risiko. Der Abstand zwischen dieser Kerze, da wären wir jetzt im Gewinn meinetwegen. Ja, wenn ich hier ausgestoppt wäre, dann hätte ich quasi, wäre das mein Risiko ungefähr. Und wenn ich jetzt sage, ja, du machst einen Vierfachen, ja, du machst jetzt viermal dieses Ding und würdest sagen, ja, du machst den Faktor 4, dann müsste das ja ungefähr viermal so hoch sein wie das rote Kästchen. Und dann läuft der bis da oben hin. Und da muss ich mich fragen, ist das realistisch oder hört der Kurs vielleicht irgendwo früher auf anzulaufen? Also ich kann mir das schönreden. Wichtig ist immer, realistisch zu sein, wo kann der Kurs in Straucheln kommen? Und wo kommt der in Straucheln? An Gaps? An so einem 20er-Durchschnitt, nicht weil er 20er-Durchschnitt ist, oder gucken halt einfach viele Leute drauf. Wo würde er hier in Straucheln kommen oder wo wäre schon ein bisschen Feierabend? Das hohe Volumen hier, das heißt bei 4670 sieht man auch, die Kurse reagieren hier stark drauf. Da würde ich sagen, okay, wenn ich hier einsteige, den Ausbruch schaffe, das ist sicherlich ein starkes Signal,
Nee, nicht mit der blauen Linie, sondern da wollte ich zeichnen. Starkes Signal, wenn der, sag mal, wenn der Kurs jetzt hier über diesen, ja, Umkehrstab geht, weil hier sitzen bestimmt viele Stops in dem Bereich. Und wenn der Kurs jetzt hier drüber kommt, dann macht es auf jeden Fall zack und dann wird er hundertprozentig auf diese Linie laufen und dann werden wieder Verkäufer eintreten, der Markt reagiert und dann möchte ich hier dort einsteigen. Also man muss manchmal warten, weil hier wären wir Ausbruchshändler. Wer das machen möchte, der muss eher auf einer Zeitebene tiefer schalten. Das mache ich nicht so gerne. Ich bleibe lieber auf Tageschart, das ist entspannter und signifikanter auf jeden Fall. Für einen Tagestrade würde es bedeuten, man muss halt auf den Tiefs nachziehen und hier dann hier oben sein Target reinlegen bei Aktien, die im S&P 500 sind. Ja? Also die sollten ja ungefähr genauso aussehen. Perfekter Einstieg, wird mir jetzt jeder sagen, ist natürlich der hier. Den haben wir versäumt, weil das Webinar ist ja nur einmal im Monat und dann sind die Kerzen nicht immer so, wie man es will, wie man will. Der Einstieg wäre gestern, also für heute gewesen, über dem Hoch. Ne? Man sieht ja, wir haben hier eine Korrektur und das findet auch in diesem Bereich statt, wo diese Unterstützung bzw. Widerstand ist. Das ist ja kurz drüber gegangen hier, kommt wieder zurück, fungiert das als Unterstützungsbereich in einem hohen Volumen. Hier ist hohes Volumen, da ist hohes Volumen, läuft die Kerze hier, läuft der Kursbereich hier rein und der reagiert mit langen Lunten nach unten, aber schließt wieder höher. Man sieht es etwas und dann kommt eine starke Kerze. Das bedeutet, hier an der Kerze muss ich halt arbeiten. Das heißt, gestern screenen, hier einsteigen, darüber und mir eine Aktie suchen aus einer Branche, die stark ist. So, dann wäre ich heute hier weit vorne, und muss halt sehen, wie ich dann hinausgehe. Das heißt, ich muss mir die Aktiensituation anschauen und auch hier bewerten, wo ist ein realistisches Ziel. Ja. Ist noch spannend, aber hier wird es auch spannend. Der Markt kann auch hier wieder drehen, weil wir da einen Umkehrstab haben. Ne? So, MDAX, mal ein deutsches Indexlein. Ja. Das ist ja auch spannend. Ja, erhöhtes Volumen sehe ich halt nur hier unten. Da sind wir weit weg. Der Markt läuft ja an 20er ran, reagiert, kommt, korrigiert nach unten. Haben hier nicht wirklich einen starken Bar. Haben hier eine Megakerze. Was möchte ich sehen? Mir wäre es ganz lieb, wenn er wirklich nur ein, zwei Tage loszieht. Ja, vielleicht kommt das Bollinger Band noch runter. Er nimmt es und kommt dann wieder zurück auf diese Unterstützung, wo das hohe Volumen hier sich kumuliert. Das heißt, diese Bewegung macht Umkehrstab, Powerbar, dann hier tätig werden und nach MDAX-Aktien screenen. Kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht in dieser Range bleibt. Geht er da runter, eng absichern, weg, weil dann geht der Markt sicherlich wieder runter auf die 32.000. FDAX, das ist der Future, da sehen wir mal die Spannbreiten. Ja, also wenn man hier als Tagestrader unterwegs ist, dann hat man halt, sag ich mal, auch nicht viel zu lachen bei diesen wahnsinnigen Ranges, die da sind. Und auch hier habe ich vor 3 Tagen, also das ist ja heute, ist zu Ende, dann läuft ja noch ein bisschen der Future, aber habe ich im Endeffekt hier kein klares Signal für mich herausnehmen können, wo die Kerze stark ist. Man sieht, das sind breitere, ich nenne es breitere, deutlich normale Kerzen, die ich überhaupt nicht berücksichtige, die interessieren mich nicht. Aber die hat umgedreht in einem Bereich, der von hohen Volumen an Tiefs, sage ich mal, abhängig ist und auf einer Wochenunterstützung aufgesetzt hat hier so ein bisschen. Ja, ja Finger weglassen, kann in alle Richtungen gehen, will ich nicht. Wir werden ja immer schwächer von der Trenddynamik. Es ist jetzt hier der SDAX und da sehen wir, Mensch, der hat aber ganz schön abgegeben. Interessant, wir haben hier ein mega hohes Volumen, ne, an dieser Kerze und signifikant ist immer dort, wo das nach dem Volumen dreht. Das heißt, wir sehen jetzt hier, was passiert. Das ist super. Kommt wieder zurück in die Korrektur. Wo ich mich hingesetzt hätte, wäre hier. Ja, hätte ich aber keinen Einstieg bekommen bei den Aktien, weil ja im Kurs, ja, vielleicht bei einer Aktie, ja, kommt ja mal ein bisschen drauf an, wie die Aktien individuell notieren. Aber da hätte ich mich hingesetzt und gesucht und jetzt der Markt wieder etwas runtergegangen und wir haben da kein richtiges Anzeichen. Wir kommen zwar hier auf so eine Unterstützung, wäre sicherlich interessant gewesen. Der Markt läuft aber jetzt genau da rein, wo das Volumen hoch ist. Das heißt, wenn, dann hätte ich mir eine Aktie ausgesucht aus dem SDAX, die
im Endeffekt stark ist. Wir können mal reingucken, was das bedeutet hätte, wenn wir am 8. Februar oder am 7. Februar im europäischen Screener eine S-DAX gesucht hätten. Dann gehe ich einfach auf EU-Indizes, hier ist der S-DAX, der haut mir die dann rein. Und dann schauen wir mal, ob wir da überhaupt einen Trade gefunden hätten. Der screent das jetzt hier auch durch. Geht relativ fix, ne? Sortiere ich mir das hier wieder nach der Trenddynamik, dann sehe ich, okay, was sind denn Outperformer? Das heißt, was sind die besseren Aktien, die besser notieren als die Indizes? Und dann habe ich hier ein Kaufsignal bei, was ist das hier? Man sieht es, das sind meine Kauf- oder Verkaufssignale. Man sieht, die grüne Farbe heißt, dass er ab hier outperformt, das heißt besser als der Vergleichsindex. Und hätte ich oder habe heute ein Kaufsignal bekommen. Ja, muss ich noch analysieren, ob das jetzt passt. Nö, nicht so wirklich. Bin hier bei erhöhtem Volumen und so weiter auf dieser Linie, die gegen mich spricht. So, ich laufe halt in diesen Volumenwiderstand rein. Könnte bedeuten, dass der Markt hier dreht. Potenzial wäre mir zu gering. Aber was haben wir an Aktien vielleicht gefunden bei CC Cap? Das habe ich gesagt. Was war es für ein Datum? Vor 3 Tagen. 7. Februar hier, nein, den Trade nicht gemacht. Wäre zwar positiv gewesen, aber ehrlich gesagt hätte ich ihn nicht gemacht, weil es ein Ausbruchstrade ist, das mag ich nicht. Ich komme aus der Korrektur, das wisst ihr. Da wäre auch nichts möglich gewesen. Ja, habe auch kein Signal. Da habe ich ein Signal, das war aber schon am 26. Januar. Nicht alle Aktien machen das so, da gibt es auch nichts Schönes zu sehen. Den hatten wir schon. Bilfinger und Berger hat nichts gemacht, hat nichts gemacht, den können wir nicht. Was haben wir hier? Am 27. Januar. Es gab also keine richtige Möglichkeit, bei den großen Aktien, die hier grün leuchten, einzusteigen. Am Borner, na, schon weg. Hier wäre ein Trade möglich gewesen. 1. Februar, na, kommt der Markt nochmal zurück. Das wäre noch eine Möglichkeit gewesen bei Salzgitter. Die gar nicht, die ist seitwärts, die ist zwar Outperformer, nix. BVB, wer BVB-Fan ist, packt auch nichts. Haben wir kein Signal zu dem Zeitpunkt, kann auch passieren, das ist auch normal. DWS auch nicht. So, und dann werden wir schon schwächer. Man sieht, man kommt fast in den Wert von 1, dann bin ich sowieso raus und wir haben auch keine Outperformance mehr. Röntgenklinikum kann man nicht handeln, das ist kein schöner Chart. Amadeus, nein, ist eher short unterwegs, wie man sieht. Ja, hätte keinen Trade zu diesem Zeitpunkt gegeben, aber so ist die Vorgehensweise. Ich schaue halt danach, wann der Index mir etwas vorgibt in der Korrektur ist und dann dort reinzugehen. Wenn es eine Möglichkeit gibt. TecDAX. TecDAX, ja, was würdet ihr tun? Hättet ihr hier in der Phase hier unten, wenn er runterkommt, man sieht das erhöhte Volumen da unten ist wieder hoch. In der Korrektur am 9. Februar hättet ihr entschieden, ja, das macht der, ich gehe jetzt long und suche nach Aktien. Macht man, wenn man etwas risikoaffiner ist, muss man aber wieder darauf reagieren. Mit was? Mit weniger Positionssize, weil die Trades sind halt risikobehafteter. Der Markt ist hier long mit einer starken Kerze. Wo ist mein Potenzial? Das seht ihr selber, das muss ich euch eigentlich gar nicht sagen. Ich habe hier einen Umkehrstab. Das ist ein Wochenwiderstand, der könnte bis hier reinlaufen und das muss ich dann in der entsprechenden Aktie handeln. Also es ist schwierig, wir sind noch nicht in einem, ja, sag ich mal, Markt unterwegs, der nach oben tendiert. Das sieht man ja auch am fallenden 20er. Das ist relativ einfach zu erklären. Die Leute sind halt bereit, in dem Bereich von 3.300 beim TecDAX zu kaufen. Das heißt, für mich interessant hier, dass die Vola vielleicht ein bisschen zurückgeht, dann so ein Umkehrstab kommt. Das ist für mich dann der Zeitpunkt, wo ich sage, ich gehe mal rein oder dort und schaue mir mal nach Aktien um. Ja, dann muss ich damit rechnen, dass der Markt nach oben kommt. Hier wieder ein Target setzen in Aktien, das ist eigentlich immer das Gleiche. So, Nasdaq auch mega interessant, sieht so aus wie der TecDAX. Ja. Auch in dort hat der Markt eine interessante Phase gemacht. Gestern auch interessant, 8. Februar. Ein Signal für mich, also zum Beispiel sagt, jetzt musst du mal arbeiten, dich hinsetzen und das kumuliert ja auch mit dem erhöhten Volumen, was wir hier haben. Der Markt steht jetzt drüber. Wir haben hier ein Tief,
kommen auf so eine Unterstützung zurück und haben ganz unten dieses Wochentief, Wochenunterstützung, wo der Markt hier ein bisschen drauf reagiert. Das heißt, an dem Tag gestern Nasdaq 100 wäre jetzt nicht verkehrt gewesen, dort mal zu screenen. So, Russell 2000, ja, eigentlich monatelang mal top gewesen, seit einiger, das ist längerer Zeit, schaut euch das mal an, was der Markt macht. Er ist in einer riesen Seitwärtsbewegung und hat den nach unten kurzfristig verlassen, ja, aber an diesem Punkt, wo das Volumen hoch ist, gewesen ist, ja, da hat er gedreht und auf so einer Wochenunterstützung eine Basis gefunden. So, jetzt heute ist er über dem 20er Durchschnitt, das ist hier der ETF und sicherlich, wenn ich ein Potenzial erkenne, hier habe ich keine starken Kerzen, die habe ich hier, groß, da versuchen, ja, mit engen Stops, man sieht, der Markt kommt auch volatil wieder zurück, das wären bestimmt teilweise negative Trades gewesen oder Break-Even, vielleicht hat jemand Glück gehabt, ein Target dahin zu ballern, was will ich sehen? Der Markt kann jetzt, ist jetzt 4 Tage stark angestiegen, ja, statistisch gesehen ist nach 4 Tagen meistens der Move raus, heißt, vielleicht geht er noch ein, zwei Tage höher, kommt wieder zurück, der 20er kommt auf die Volumenzone zurück, so und bettet sich dann hier ein, macht sich hier gemütlich und dann kommt ein Umkehrstab oder so. Dann habe ich schon mal ein ganz anderes Layout. Ja, dann habe ich die Zone überwunden, die bietet mir dann im Endeffekt eine Unterstützung. Sollte er noch weiter fallen, dann muss ich hier unten suchen, dann könnte es hier wieder lukrativ sein, einzusteigen. Also wir haben im Moment keine starken Märkte. Das sind dynamische Gegenbewegungen, die wir haben. Und den Rest müssen wir halt abwarten, wenn wir wieder in so einer Formation sind, wo wir aus Korrekturen im Endeffekt versuchen herauszukaufen. Das dauert aber noch ein bisschen. Ja. Es wird vielleicht weiter seitwärts gehen. So, wenn ihr jetzt wollt, könnt ihr mir gerne noch so ein, zwei Aktien mal in die Fragen reinstellen. Die schaue ich mir dann gerne an. Dann würde ich das Symbol nämlich einfach hinzufügen. Wenn ihr was habt, einfach reinschreiben. Gibt ja bestimmt so einige, ich weiß noch, die Tesla-Aktie. Oder was ist denn das? Ja, da war ich ein bisschen zu. TSLA ist ja das Kürzel. Da ist er. Schauen wir uns die mal an, was die so sagt. Da ist viel gespielt worden. Bei Aktien ist das Volumen auch mega interessant. Schaut euch das mal an. Diese Wochenunterstützung entsteht ja schon vorher. Ja, und Widerstand, wenn der Kurs hier sich kumuliert in einem bestimmten Bereich, an bestimmten Hochs, dann kriegen wir hier so einen grünen Balken. Danke, Jörg. Ich schaue mir das mal an, die Aktien. Und wir haben hier bei Tesla so eine kleine Ausverkaufssituation, ja, mit extrem erhöhten Volumen. Das sind die orangen Bars. Das ist ein positiver Bar, der wäre mir persönlich zu groß, weil ich muss die Kerze von der Volatilität vergleichen, ja, mit den Kerzen hier. Schaut euch das mal an. Das ist ja ein Unterschied. Da passt ja viermal oder fünfmal so eine Kerze rein. Und wo soll ich meinen Stop hinsetzen? Wenn ich jetzt hier so einen Trade aufmachen würde auf Tag, dann gehe ich hier oben drüber long, ja, wäre hier eingestoppt worden und dann muss ich ja wenigstens, wenn ich hier meinen Stop hinsetze, das Target gespiegelt nach oben machen. Ja. So, zack. So, wenn ich das jetzt nach oben setze, dann muss ich sagen, okay, kann der Kurs hier hingehen? Ja, da würde ich dem das noch zutrauen, dass er hinläuft in diese Volumenzone und dann ist aber auch schon Feierabend. Kann man machen, dann hat man ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1 zu 1 und im Endeffekt einen riesengroßen Abstand vom Stop. Ja, kleine Positionsgröße, kleine Stückzahl. Positionsgröße ist ja mal vom Einsatz individuell abhängig. Und bin hier in der Zone drin. Werdet ihr es bemerkt haben, sicherlich, wo ich hier so ein Gap habe. Das war zwar ein Aufwärtsgap. Das mache ich jetzt mal grün, weil es ein Aufwärtsgap war. Das sieht man hier durch. Man sieht, der Kurs reagiert auch auf diese Gap-Situation. Ja, hier haben viele nochmal Geld gemacht. Jetzt kommt der Kurs wieder in den Bereich zurück und der Markt reagiert darauf. Einen Tag mal drunter, dann ein Umkehrstab. Interessant. Dann ein Gap, ein kleines nach oben und dann geht die Post wieder ab. Ja, das ist eine Zone, wo es Sinn macht. Jetzt reagiert der Kurs aber wieder hier. Wir haben erhöhtes Volumen an der Kerze und genau da. Der Kurs geht drüber, bleibt aber nicht. Ja, tippt gegen, korrigiert wieder nach oben, nach unten, tippt wieder gegen. Und jetzt sind wir im Bereich, wo wir da vielleicht wieder drüber laufen. Das heißt, wenn ich nicht drin bin, will ich das machen? Ja, wenn ich dann lukrative Chancen sehe, dann sehe ich die bei 800, weil dann ist schon mal ein extrem hohes Volumen gewesen und da wurde viel gekauft.
Und dann habe ich aber das Problem, dass ich bei 937 auch wieder mit Widerstand rechnen muss. Ja. Auch nicht so toll, aber Charts sind halt immer, sage ich mal, rechts schwerer zu lesen als links. Aber ich muss halt das immer in Bezug setzen von dem, was ich da sehe und was sind meine Anhaltspunkte, wo kann der Markt jetzt hinlaufen. So, jetzt schauen wir mal auf die Aktien, die uns der Jörg genannt hat. Vielen Dank Ich habe dafür. auch noch zwei, die heute diskutiert wurden. Nvidia und CVS. Okay, dann nehme ich die gleich mal. NVD, Nvidia, NVDE, wie ist das? Kann auch den Ja. Namen. NVDA, ne? Schauen wir mal, haben die Zahlen bekannt gegeben? Ich weiß nicht, interessiere mich nicht so für Zahlen. Nur wenn sie die Earnings halt vor meinem Einstieg liegen, dann sollten sie 2 Wochen wegliegen. Ist ja fast das gleiche Verhältnis im Endeffekt. Wir haben hier auch zwei Sachen, die wichtig sind. Dieses Volumen relativ, man sieht es in der Höhe. Wenn man retrograd schaut, dann sieht man auch, dass diese Volumenspitze jetzt nicht so oft erreicht wurde im letzten Jahr. Und von daher recht signifikant. Das heißt, wir haben hier eine massive Unterstützung, auch auf Wochenbasis. Super. Haben wir hier noch ein Gap? Ja. Wenn wir nach links schauen, haben wir auch mal so ein Aufwärtsgap gehabt. Das heißt, hier in diesem Bereich, ja, ist mal komisch, ne? Es geht drüber hinaus, bricht aus, gute Unterstützung. Das wäre ein tolles Setup gewesen, wo man kurzfristig, sage ich mal, auf Tagesbasis reingeht. Jetzt, wenn ich nicht drin bin, ist mir das zu weit weg. Jetzt wird einer sagen, ja, der geht ja nie rein, aber es ist ja jetzt das Webinar von der Zeit ja immer dann, wenn das Webinar ist. Phasen sind immer interessant, wenn sie in der Korrektur sind. Hier bin ich nicht in der Korrektur, also sagt mir das System auch kein Signal. Das sagt mir immer ein Signal, wenn der Wert wenigstens 1, 2 Tage korrigiert hat, sichtbar. Und dann halt eine starke Kerze kommt. Das heißt, ich rechne damit, dass der Wert ja, noch 1, 2 Tage hier rüber geht. Vielleicht macht er das sogar noch. Dann wird das Volumen hoch in dieser Range hier oben. Und ihr seht, wir haben auch noch ein Aufwärtsgap hier, ja, was jetzt aber im Endeffekt als Widerstand korrigiert. Und der Markt hat hier lange gebraucht, sich zu finden, stößt dann nochmal gegen, läuft runter. Das heißt, hier kann es eng werden. Der zweite Station wäre, nee, jetzt habe ich den falschen Marker. Zweite Station wäre dann hier oben, wo Feierabend ist. Bei 295, auch runde Zahl, 300 liegt da. Da ist das Potenzial. Wer drin ist, kann das natürlich machen. Ich wäre hellhörig in dieser Situation bei 280. Hier ist das Volumen hoch. Hier könnten Abverkäufe sein. Achtet dort auf Umkehrstäbe nach unten. Setzt dort ein Target oder enge Stop-Nachführung. Ja. Sonst. Ja, sieht die eigentlich ganz positiv aus. Sie macht im Endeffekt so ein bisschen weg von dem Short-Bereich. Alles, was über dem 20er notiert, handle ich übrigens nicht Short. Der Wert muss immer da drunter sein. Von daher ist sie jetzt bei mir gerade in einer neutralen Zone unterwegs. Ich kann ja mal gucken, ob sie Outperformer ist. Dann leuchtet sie grün. Nö. Ihr seht ja dieses hellgrüne. Also wenn sie besser notiert als der Index, in dem Fall Nasdaq, dann ist die hellgrün. Und nur so eine Aktien handle ich long. Ja, im Moment ist sie Underperformer oder neutral, sie leuchtet rot. Da muss ich sie nicht long handeln, weil sie performt halt nicht so gut wie der Vergleichsindex, sondern schlechter. Und dann gibt es sicherlich auch bessere Aktien, die auch Outperformer sind. Also von daher wäre die für mich jetzt nicht so interessant. Würde ja nicht auf meinem Bildschirm erscheinen. Dann hattest du noch gesagt eben, was war das, die zweite? CVS. Chevron, oder? Nee, Health Corporation. Ja, das ist ja ein Klassiker. Da sieht man jetzt mal, dann tauchen bei mir P1-Signale auf oder P3-Signale. Das sind halt zwei. Das kann also sich auch kumulieren, die Signale. Ja, weiß nicht, ob die heute Zahl haben. Die machen sich halt gar nicht gut, so richtig, würde ich sagen. Wo weit Ja, kann das heute Ding jetzt kam zwar. kommen? Naja, okay. Na gut, das kann ja gut oder schlecht sein. Das bestimmt ja der Markt, wo das denn lang geht. Ne? Was wird denn jetzt interessant? Wenn man drin ist, muss man unbedingt jetzt, sage ich mal, dieses Tief hier beachten und diese Zone dazwischen. Man sieht ja diesen tollen Umkehrstab. Das wäre ein toller Einstieg gewesen. Der Markt kann jetzt hier nochmal zurückkommen. Und ich würde es halt ganz cool finden, wenn er hier reinläuft in diese Zone. Und dann muss ich euch nichts Neues erzählen, indem man vielleicht dann wieder so einen Umkehrstab macht oder so eine Art Powerbar, das kann ja sowas sein. Oder so ein Ding, so eine weiße Kerze einfach. Also es wird vielleicht korrigieren, vielleicht macht, ist schon wieder den falschen, den Freizeichner.
kommt hier runter in den Bereich, ich weiß nicht, wo er es ausbildet. Ja. Meistens macht er ja mal so einen schönen Fake, das heißt, alle, die hier einen Stop haben, sorgen dann nochmal dafür, dass der Markt an dem Tag vielleicht, wenn er hier hinkommt, runtergeht und dann vielleicht hier einen Umkehrstab macht und wieder drin schließt. Und dann wäre es ein relativ guter Trade, nicht so risikobehaftet. Dann wäre der Stop hier drunter und dann handle ich das Ding bis hier hoch, setze hier vielleicht hier mein erstes Tage und hoffe, dass der Markt vielleicht nochmal hier oben rangeht. Das weiß ich aber nicht. Aber so wäre das Szenario für jetzt. So, dann haben wir noch die vom Jörg. 4TO. Also jetzt holst du aber Indizes-Dinger raus. Also Toronto oder was? Nee, Mainz Biomet. Mein Gott. Das habe ich ja noch gar nicht. Ah, doch, die war schon mal hier unterwegs. Die ist ja noch gar nicht so lange am Markt. Wie man sieht. Da gibt es noch nicht so viel Kurse. Das heißt, die muss am 5. November 2021 neu emittiert sein. Biomed-Aktien, ich weiß nicht, was die macht, sind ja immer speziell mit besonderem Risiko behaftet. Die Frage, Jörg, die man jetzt hat, logischerweise, bin ich schon drin? Dann muss ich sagen, hoffe ich, dass du hier oben irgendwann angefangen hast, entweder den Stop aggressiv nachzuziehen, wenn man sieht, wie das Volumen extrem nach oben geht. Und wenn der Markt dann irgendwann nicht mehr steigt, sondern bestimmte Volumenlevel nimmt, dann hat er einfach auch keinen Bock mehr auf dieses Ding und das Preisniveau wird dann im Endeffekt tiefer, sage ich mal, gesetzt und akzeptiert, weil alle wollen irgendwann raus. So, und jetzt sieht es gar nicht so schön aus, weil du hast ja hier zwei Dinge, wirst du auch selbst erkannt haben, ein Abwärtsgap, ja, ein 20er, der sich dreht und genau hier in dem Bereich ist. Dann haben wir hohes Volumen quasi auch an diesem kleinen Tief und wir sind da drunter. Ja, hier ist mein Einstiegssignal, das hätte ich mir gut überlegen müssen, wäre jetzt ein Fehltrade gewesen. Ja, einmal ein R- eingefahren. Deswegen ist es wichtig, dass man da auch Stops in diese Bereiche setzt, wenn diese Volumenunterstützungen, wo der Markt hinkommt, man sieht, der geht aber durch, dann auch verlassen werden muss. Ja. Jetzt haben wir hier so ein, ja, das ist positiv, aber nicht so, ne? Ist ja auch eine schwarze Kerze, ich will lieber eine weiße haben. Und heute. Das ist ja ein Xetra-Wert, ist ja geschlossen, haben wir da so ein Umkehrkerz. Jetzt muss man mal schauen, ist denn das Volumen, was ja bei der Aktie sowieso relativ schwer einzuschätzen ist, weil sie halt so jung ist, erhöht in diesem Bereich an diesem Tief. Ja, das haben wir im Verhältnis dazu, was wir dort sehen, nicht so. Ich würde wirklich darauf achten, dass er hier bleibt. Und hier musst du mit rechnen, in dem Bereich, wenn du noch jetzt einsteigen willst, hier wieder abgegeben wird. Ja, bis 14. Das ist eine Menge Holz prozentual. Ich hoffe, du machst da dann nur eine kleine Positionsgröße. Aber der Bereich sollte gehalten werden. Sonst macht es mal ganz schnell von hier bis nach unten. Und dann finden wir hier minus 15% extrem hohes Volumen. Heißt, rein von der Logik her wäre mir das hier zu heiß, weil ja so ein bisschen der Deckel drauf ist. Klar kann das hier durchgehen. Interessanter wäre es dann, wenn die Aktie hier runterkommt, ja, sag ich mal, hier bei dem hohen Volumen in diese Zone bei 9 und dann das Szenario mit dem Umkehrstab macht und vielleicht sogar noch mit dem Peak drunter geht. Dann hast du eigentlich schon eine relativ gute Chance, doch mal nach oben zu laufen. Und weil dann haben ja viele, die hier nicht dabei waren bei der ersten Rutsche, vielleicht wieder Lust und vielleicht liegen da noch Orders von Leuten, die da Bock drauf haben. Ja. So. Dann haben wir noch eine vom Jörg. Bin bei 20 raus, Jörg. Dann herzlichen Glückwunsch. Also das hast du gut gemacht. Dann kannst du ja wieder warten, bis der Zug wieder nach oben fährt. Aber ich würde vielleicht noch ein bisschen warten oder wenn du es nicht aushalten kannst, dann auf jeden Fall weißt du, kleine Positionsgröße und eine Stopgröße, wo du sagst, okay, ich muss jetzt nicht alles aussetzen. Manchmal muss man noch zwei, dreimal dann da rein, wenn er in eine Zone läuft und das interessant ist. Dann hast du mir die Ibis gegeben. Ibis. Nee, das gehörte dazu. Das war Ach so, das stimmt. Das ist ja Ibis, ist ja für Xetra genannt, ne? Aus der Xetra, genau. TBS. Naja, wird ja noch früher hieß es ja Ibis-System. Das stimmt. Richtig. Okay, na dann haben wir ja fast eine Punktlandung. Ich habe 3 Minuten überzogen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Ich weiß, das geht immer. Die Zeit vergeht immer so schnell. Nelson, das ist unglaublich. Mir macht das immer einen Spaß, mir ist es ins Blut übergegangen. Ich liebe das so zu machen, weil man die Märkte wirklich aus einer Chancensicht betrachtet. Da ist keine Hoffnung bei oder sonst wie. Macht euch eure eigenen Gedanken. Die Anhaltspunkte habe ich euch mitgegeben. Und das, was ich hier für den Index mache oder jetzt hier euch in den Aktien, das ist immer das Gleiche. Ja, also die verhalten sich fast gleich. Vom Verhalten her an bestimmten Sachen achtet auf Gaps.
Schaut euch an, wohin geht die Dynamik, beachtet die Volatilität und das Volumen und auf Widerstände und Unterstützung. Das habt ihr vier, fünf verschiedene Punkte, die nicht miteinander gleich laufen. Also viele benutzen ja Indikatoren, die alle gleich laufen. Das brauche ich ja nicht. Ich brauche ja verschiedene Anhaltspunkte. Und hier habt ihr Preis, Volumen, Outperformance. Wer ist halt, sage ich mal, die treibende Aktie in einem Branchenindex oder in einem Index? Dann seid ihr schon mal auf einer ganz guten Seite. Ja, und dass man Fehltrades macht und Signale hat, trotzdem braucht ihr immer ein kleines Wissen, wo ihr drauf schaut und sagt, Computer zeigt mir an, da könnte was sein. Aber wenn ihr die Dinge beachtet, dann schätzt ihr euer Risiko ein und dann habt ihr hier einen Trade gemacht, der ins Minus geht. Aber ich hoffe nicht mit dem extrem hohen Positionsrisiko. Das müsst ihr mal einschätzen anhand der Volatilität der Aktie. Okay, das war's. Und ich freue mich dann aufs nächste Webinar. Und dann sind wir schon im März. Ich kann es nicht glauben. Ja, das geht wirklich sehr schnell. Und auch hier, das Webinar geht immer sehr schnell vorbei. Meinetwegen musst du nie auf die Uhr achten. Also du kannst immer gerne länger machen. Macht mir Spaß. Und ich glaube, den Teilnehmern ja auch. Sieht man ja auch an den Feedbacks. Ich bedanke mich ja, sehr bei dir für das Webinar heute. Wie gesagt, hat Spaß gemacht, war wieder interessant. Und natürlich auch ein riesen Dankeschön an alle, die dabei waren. Ja, ich wünsche noch einen schönen Abend, noch eine erfolgreiche Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und bleiben Sie gesund. Und Carsten, du hast das Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Ja, auch von meiner Seite aus, bleibt vor allen Dingen gesund und wenn ihr Fragen habt, cb@tradercoach.de, könnt ihr mir gerne stellen oder auch meine Aktie zuschicken. Ich schaue mal drüber, ich beantworte alle E-Mails, manchmal dauert es ein bisschen. Also, bleibt gesund und wir sehen uns im März. Ciao. Ciao.